Then lower. Jetzt ist Schluss mit lustig, Attacke, Baby. Jetzt geht's um Gummi. Locked and loaded und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Virtual Rides 3. Heute widmen wir uns dem Haunted Spin. Ein bisschen gruseliger soll es hier zur Sache gehen. Wenn ich mir das Ding so angucke, würde ich das auch als gruselig empfinden. Und hier sitzen, so wie es aussieht, schon alle im Fahrgeschäft und warten nur darauf, dass es losgeht. Ich habe schon ein bisschen dran rumgespielt mit den Effekten, aber das werdet ihr auch noch herausfinden oder sehen. Ich würde sagen, wir starten eigentlich mal, oder? Genau so würde ich das auch sehen. So, einmal runterfahren. Was auch immer runtergefahren wird, ich weiß es bis jetzt noch nicht. So, aber egal. Wir starten. Fender wird natürlich auch angemacht. Alles mit am Start hier beim Haunted Spin. Ich muss erstmal rausfinden, was ich überhaupt mache hier oder wie ich das alles hinkriege mit dem X-Center. Dann ist mir aufgefallen, ja, drück doch mal da drauf. Ja, das hat gut geklappt. Und seitdem dreht sich das so ganz lustig. Ist doch schön. Der Xander ist übrigens der hier, die Bewegung so, also der so leicht schräg macht, ne? Also nicht, dass die Dinger hoch und runter gehen. Das ist zwar auch mit dem hier verbunden, aber komm, ihr wisst, was ich meine. Ihr seht es ja. Hoffe ich jedenfalls, dass ihr das seht. Ich würde sagen, Musik ist aus, das ist nicht gut. Und da ist der schon wieder. So, machen wir mal volle Pulle hier. Wenn schon, denn schon. Und wir können natürlich auch sofort die Kamera mal wechseln. Der Verfolger. Oder lieber On-Ride? Nicht unbedingt. Wohl so ist das nicht schlimm. Aber noch Orbit, natürlich, kennen wir ja. Betreiber können wir auch eigentlich. Wir können natürlich auch alles von hier steuern eigentlich. Mal überall die Lichter ausgemacht. Wir können das natürlich auch wieder rückgängig machen. So zack, 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 zack. Und das so nochmal an und dann sind die Lichter wieder an. Was auch mal bei Schwarz passiert. Weil das ist alles relativ dunkel. Aber kein Problem. Coole Sache eigentlich. Dann würde ich sagen, wir landen. Mit einem einzigen Klick kann ich hier auf Landen drücken. Das ist sehr cool soweit. Eigentlich nie damit befestigt. Ja, befasst hier. Ach so, kann ich auch rumgucken. Das ist cool. So, da müssen wir die Bremsen eigentlich mal ziehen. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Und die Bügel sollten wir öffnen. Können wir noch nicht. Eigentlich müssten wir die Bügel öffnen können. Warte mal. Ich krieg die Bügel gerade nicht hin.
Das ist der Hauptmotor, ja. Wenn ich den drehe, dann wenden würde, weil. Na? Hä? Ich krieg die Bügel nicht auf, keine Chance. Na, warte mal, vielleicht so. Okay, wir gucken mal. Ah. Deswegen. Ah, okay, der Exzenter, das ist das hier, die Dinger. Okay. Ich verstehe. Der Exzenter muss mal erst runtergefahren werden. Das geht aber erst, wenn die Platte da ist. So, und jetzt können wir die Bügel eigentlich. Machen wir das halt mal so. So, immer natürlich Chips, alles dabei. Schöne Blume immer am Start muss. Das muss ja einer haben, der hier arbeitet auf jeden Fall. Blacklight. Schön. Blau, weiß, alles am Start. So, bin mal gespannt. Na, erstmal sollen die Leute hier alle einsteigen. Also mal runter zuschauen, wie schön die Heiz hier noch. Jo. Come on. Come on. Los geht's. Können natürlich auch mal auf Tag machen, so aus Spaß. Ich weiß, ich mache das mal so. Ich könnte es auch so machen. Kann ich es direkt dahin schieben, wo ich es hinhaben will. So auf die 16 Uhr. Na mal, 17 Uhr, so. Ist mir ja bewusst. Steigen noch die ersten Leute aus oder wieder aus oder weiß ich nicht. Die müssen jetzt zur Schule. Die Schule jetzt auch verpasst, ist ja egal. So, jetzt die Bügel auf off. Bügel kann ich nicht machen, ich habe keine Ahnung warum. So, die Bügel werden jetzt soweit. Hier steht es tatsächlich, ab dem Punkt, wo die Bügel geschlossen werden, geht es hier quasi los. Eigentlich müsste das ja so irgendwie funktionieren, ne? Eigentlich. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert. Das ist es auch schon mal nicht. Ich drücke einfach mal die beiden hier und dann sollte es ja eigentlich funktionieren hier mit denen. Oder auch nicht. Warum denn nicht? Aber habe ich jetzt gerade ausgeschaltet? Ich schalte den Exzenter mal wieder aus dadurch. Okay. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber ah, okay. Schön. Da können wir eigentlich mal den Hauptprozess ein bisschen schneller machen, ne? Exzenter kommt dazu. Der Hub bekommt auch noch was. Das wollte ich schon mal machen. Ich mag das. Finde ich cool. So, dann können wir jetzt eigentlich ja entspannt zugucken hier, ne? So aus der Kabine. Das ist auch mal was Cooles eigentlich hier. Also irgendwie ein bisschen langweilig. So ein bisschen langsam hier noch, oder? Ja, ein bisschen Gas dazu. Und Exzenter natürlich auch voll aufdrehen. Damit hier mal richtig abgeht. Ich finde das cool.
Oh Mann, ey, das mit dem Licht, das ist echt eine Spielerei hier. Und das ist alles eine Spielerei, wenn man danach geht, ne? Hey, Revi ist auch wieder am Start. Mit Bart diesmal und ohne Brille. Und auf Droge. Hallo. Alter, voll gefährlich, wer da steht. Alter Schwede, okay. So, was haben wir denn hier für coole Musik? Können wir hier auch noch was ändern mit? Nee, ne? Können wir nicht. Kameras, ja, okay. Sicherungskasten hier, das. Ja. Warum stehen wir eigentlich neben dem Stuhl? Das ist auch so eine Sache, ne? Man weiß es nicht, oder? So, aber wir können natürlich mal in die nächste Kamera switchen. Das wäre die technische. Und ihr seht da, was ich meine. Das ist der Exzenter, der das Ganze so schräg macht. Der das Ganze noch ein bisschen interessanter gestaltet hier. Und wir haben natürlich unsere geliebte freie Kamera. Die wir überall mit am Start haben. Auch natürlich beim Haunted Spin. Ich hab's vergessen. Wir wollen ja natürlich das hier. So. Ich wünschte, der Sound würde ein bisschen länger gehen. Dann müsste ich nicht mal drücken. Aber hey, ist auch egal. So. Haunted Spin ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ups. Ich habe eigentlich erst gedacht, oh, es könnte ja relativ langweilig werden. Aber er hat doch was. Jetzt können wir uns auch mal ein bisschen mit der Steuerung hier beschäftigen. Vielleicht versuchen beim nächsten Fahrgeschäft das Ganze dann mal ein bisschen genauer zu versuchen und besser. Vielleicht klappt es ja. Sollte euch diese Folge gefallen haben, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Abonnieren dürft ihr natürlich auch gerne, alles andere erfahrt ihr in der Endcard. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Übermorgen. Bis dann, euer Teddygan und ciao. Willkommen auf der erotisierenden Endcard. Ein womöglich virales Video gibt es links. Die putzige Playlist zu diesem Spiel gibt es rechts. Und abonnieren könnt ihr mich mit einem Klick auf mein Knorke-Kanalbild. Lock and load.